Ja, grüßt euch. Also, ich möchte hier mal was klarstellen. Und zwar, dass Menschen, die sich kritisch gegenüber der derzeit geltenden, laufenden der derzeit etablierten Politik kritisch gegenüberstehen, werden ja gerne mal als Staats- oder Demokratiefeinde bezeichnet. Ne? Ja, gut. Doch ich habe in der Schule, als es noch eine Schule gab und nicht bloß Institute, als es noch verschiedene Schulsysteme gab und nicht Schulen, auf die, na, wie soll ich das sagen, ohne jemanden zu beleidigen, ist schwer in der heutigen Zeit irgendwas zu sagen, ohne jemanden zu beleidigen. Weil die freie Meinungsäußerung ist de facto spätestens seit der Etablierung der derzeitigen Regierungsparteien abgeschafft. Es werden nur noch Ideologien verbreitet und keine Fakten. Die Ideologie steht an vorderster Front und je kranker und kaputter jemand ist, desto mehr wird er geachtet. Da läuft was schief. Also das weiß jeder. Oder sollte zumindest jeder wissen. Aber solange dein Telefon smarter ist als du selber, so lange wird sich nichts ändern. Aber auch schon gleich gar nichts. Solange die Menschen in ihren eigenen Fahrzeugen sitzen, mit einer Maske auf, in der irrationalen Angst, sich an sich selber anzustecken, oder Menschen, die an der frischen Luft weit weg von allen anderen Menschen auf einsamen Wegen, Spazierwegen und so weiter, mit Maske draußen, außerhalb eines geschlossenen Raums, mit einer Maske rumlaufen, wieder aus der irrationalen Angst durch den Staat geschürt oder durch die Politiker, durch die derzeit herrschenden sogenannten Politiker geschürten Angst heraus, sich an sich selber und an der frischen Luft anzustecken. So lange wird sich nichts, aber auch gar nichts ändern, ins Bessere, sondern eher ins Schlechtere. Naja, stimmt, das ist die falsche Aussage, das muss ich anders formulieren. Also, solange es Menschen gibt, die an der frischen Luft mit Maske herumlaufen, solange es Menschen gibt, die in ihren eigenen Fahrzeugen mit Maske herumfahren, aus der irrationalen Angst heraus und oder aber zur Befriedigung ihres eigenen Fetisches, kann ja sein, solange wird sich nichts ändern. Gar nichts. Und wenn es dich doch ändert, dann eher ins Schlechte als ins Gute. Unfassbar, was hier abgeht. Menschen, wie ich zum Beispiel, die sich kritisch gegenüber des derzeitig politischen Narrativs äußern, sind Staatsfeinde. Das hat die Frau Faeser ja ganz klar gemacht. Nicht die Menschen, die angeblich Schutz suchen in diesem Land vor Krieg und Verfolgung, und dann in diesem Land, in dem sie Schutz suchen, die einwohnende Bevölkerung terrorisieren in öffentlichen Freibädern. Nee, ich kann da nicht weitermachen, ohne ausfallen zu werden. Das geht nicht. Solange Weiße, sogenannte Weiße, hier sieht man ja weiße Haut, ja, von den sogenannten Schutzsuchenden diskriminiert werden. Und das werden wir mittlerweile, weil jeder andere mehr Geltung hat als der Deutsche. Es ist so, das deutsche Volk gilt nichts. Wenn es jemals irgendwann mal etwas gegolten hat, dann ist das jetzt vorbei. Also die Göre mit Migrationshintergrund der Grünen so schön ausgedrückt, eklig weiße Mehrheitsgesellschaft, sind gut dazu, alles zu finanzieren und sollen auch
wenn Sie eine schwere Krankheit haben, weiterhin in der Arbeit bleiben. Das ist ganz wichtig. Weil das ist ja gut für dein Selbstbewusstsein, wenn du dann weiterhin Sklaventätigkeiten verübst, um die ganze Scheiße zu finanzieren, die da fabriziert wird. Also nochmal, ich für meinen Teil bin kein Staatsfeind. Ich bin auch kein Demokratiefeind. Ich stehe auf Demokratie. Das Problem ist bloß, die Staatsfeinde, die einzigen Staatsfeinde, die es hier gibt, sind die, die sich selber im Moment Regierung nennen. Und nicht nur im Moment, sondern auch die davor und die davor. Das ist ja alles ein Schritt für Schritt Richtung diesem Scheißhaufen, in dem wir gerade stecken. Der Deutsche an sich muss immer zurückstecken. Wenn du ein kleines bisschen, also das ist unfassbar. Und wenn du sagst, also ganz ehrlich, die Politiker sind gewählt worden. Aber das Problem ist der Amtseid des Bundeskanzlers. Das ist, weil es geht nicht darum, den Nutzen für das Volk, also den Nutzen durch den Staat für das Volk zu mehren, sondern die Aussage ist schon gut gewählt von diesen Personen. Es geht darum, den Nutzen des Volkes zu mehren. Das haben damals auch die Sklaventreiber in den USA und Europa schon gemacht. Es geht niemals, wirklich niemals darum, dem Volk etwas Gutes zu tun, sondern die haben gefälligst die Schnauze zu halten und alles zu bezahlen, was diese Despoten fabrizieren. Ich könnte jetzt noch stundenlang mich vom Hundertsten ins Tausendste reden. Ich wollte nur noch mal anmerken, ich bin kein Staatsfeind, aber ich weiß es durch meine Videos, durch meine Aussagen, durch meine Art stehe ich definitiv unter Beobachtung. Das ist kein Verfolgungswahn, das hat die Frau Faeser angekündigt. Also, das war's von mir bis hier. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Tschüssikowski.